Hallo meine lieben Zuschauer, ich begrüße euch herzlich zurück hier bei Risen 3 Titanlords. Mit der guten Iona im Schlepptau geht es auf in Richtung Taverne, denn wir müssen sie an Sicherheit bringen, nachdem sie... Nachdem sie hier oben von den Schatten in Bedrängnis gebracht wurde. Die Scavenger nehmen wir mit. Aus, habe ich gesagt. Das läuft gerade nicht ganz so rosig, wie es laufen könnte. Aua. So. Und der letzte auch noch. So. Übrigens, die erste Schulwoche ist rum. Ich habe jetzt schönes Wochenende. Heute ist Freitag. Es ist gerade 20 vor 2. Und ja, eine schöne Uhrzeit, um die heutige Aufnahme von Risen 3 zu beginnen. Sind wir auf dem richtigen Wege? Ja. Iona folgt uns auch laufend. Das finde ich immer sehr gut. Die ganzen grünen Feuer, die die Dämonenjäger herlocken sollen. Sehr schön. Aber das ist doch ein ganz schönes Stückchen, dass wir auch gleich wieder zurücklaufen müssen. Na, falscher Weg. Der Geruch von geschlachtetem Vieh ist in der Luft. Dann ist es nicht mehr weit. Wenn es was zu feiern gab, haben wir beim Schlachthof immer unsere Wurst bekommen. Jetzt gibt es nur noch eine Feier. Eine Trauerfeier. Zeig sie! Fürwahr. Ihr Gatte ist ja nicht mehr. Aha. So. Da haben wir es doch schon. Hat ja ganz gut funktioniert. Ohne dich hätte ich es niemals bis hierhin geschafft. Ach was, jetzt ruh dich erstmal aus. Danke dir, Fremder. Bitte berichte dem Dämonenjäger Fenn, dass es mir nun gut geht. Er war immer ein treuer Freund unseres Hofes. Er soll sich keine Sorgen machen müssen. Ja, berichte Fenn, das machen wir, Mason. Hey! Hey, wie ist die Lage? Die Jungs sind unterwegs und kämpfen gegen die Schatten. Ich halte die Stellung. Wenn du gekommen bist, um dich uns anzuschließen, geh zu Eldrick. Ich habe mich noch nicht entschieden. Zögerst du etwa? Dann lass dir gesagt sein, die Schatten zögern nicht. Und es braucht mächtige Magie, um mit ihnen fertig zu werden. Ich schaue mir erst alles an, bevor ich meine Entscheidung treffe. Du willst etwas sehen? Dann komm mit mir auf Nachtwache. Warum muss ein Dämonenjäger Nachtwache halten? Den Bestien direkt an der Front einzuheizen wäre mir lieber, davon kannst du ausgehen. Aber wer die Flanken nicht zu sichern weiß, kann in Windeseile aufgerieben werden. Außerdem darfst du nicht vergessen, dass wir auch ein Auge auf die Zivilisten werfen müssen. Ohne sie hätten wir niemanden, der uns mit Vorräten versorgt. Wie stark sind die Dämonenjäger? Zu wenig, als dass ein Sieg ausgemachte Sache wäre. Aber genug, um den Schatten entgegenzutreten. Und bis der Tod uns holt, zählt nur eines. Steh deinen Mann und kämpfe. Der ist sehr cool drauf, vor allen Dingen, weil er nicht so überragend ist und behauptet, dass sie unbesiegbar seien oder so etwas in der Richtung. Ich hab dir die... ich hab wieder das Falsche gedrückt. Kann doch nicht wahr sein, oder? Boah, Mason. Es darf doch nicht wahr sein, oder?
Sag mal nichts dazu, dass sie wieder abgeht. Ich wollte wirklich nicht gegen ihn kämpfen. Das war wirklich einfach sehen. Aber der nimmt sie direkt ganz ernst. Ja, heil dich hoch, Mann. Als wäre der nicht schon stark genug, wisst ihr? Tot. Es darf doch echt nicht wahr sein, oder? Also mit Taschendiebstahl ist echt blöd gemacht. Ich will ja gar keinen Taschendiebstahl machen. Ich bin aus Versehen draufgekommen, genau wie bereits vorher. Es ist echt blöd, wenn man aus Versehen draufkommt, dann direkt stirb. Jetzt kann alles nochmal laufen. Ist echt ärgerlich. Naja, es war ja mein Fehler. Ist ja kein. Ich will dem Spiel jetzt nichts zuschreiben, aber da wäre es vielleicht schon besser gewesen, einfach eine andere Taste für den Taschendiebstahl zu nehmen, weil es schon nervig ist und häufig passiert. Ohne. Berichte Fan machen wir später. Hey. Boah, ich hab fast schon wieder gedrückt. Aber und so, jetzt starten wir die Aufgabe. Ich werde dich auf der Nachtwache begleiten. Gut, bereite dich vor, dann geht's los. Ich bin soweit. Lass uns auf Nachtwache gehen. Los geht's. Schauen wir uns die Umgebung an. Folge mir. Damals waren es die dunklen Krieger, die gegen die Titanen gekämpft haben. Jetzt, da die Schatten über die Welt kommen, führen wir ihren Kampf fort. Moment für die Atmosphäre. Red ruhig weiter, Mason. Einmal Proviant erhalten, dankeschön. Nichts Außergewöhnliches. Sehen wir uns beim Fluss um. Leg mal einen Zahn zu. Alles klar. Eldrick war es, der die grünen Feuer entzündet hat. Die Zeichen der Zusammenkunft. Er ist es auch, der das Wissen der dunklen Krieger in uns weckt. Die Runenmagie. Ui, Runenmagie ist hier aus Gothic, Kristallmagie aus Risen. Das ist sehr interessant. So ist es. Gut, auch hier alles in Ordnung. Warte. Was ist? Psst. Verdammtes Schattenbiest. Wo eines ist, sind die anderen auch nicht weit. Komm. Angriff! Hey, wo kommt der denn her? Spawnt der da einfach? Leicht. Unglaublich. Lass uns weitergehen. Ja, ich folge dir. Was ist das denn da hinten, ein Riese? Seht ihr das da hinten ganz leicht in der Entfernung? Ich wollte schon was sagen, drei Bolzen, keiner trifft.
Was ist denn das hier? Ein Schattenwächter. Ich bring ihn mal mit. So. Grünes Herz, Krallen, Zähne und ein Schädel. Sehr schön. Ich glaube, er wollte genau dieses Wesen jetzt angreifen. Schattenviecher. Diese Biester tauchen immer wieder auf. Dann kriegen sie immer wieder aufs Maul. Gehen wir weiter. Unten lang. Die Schatten spionieren die Gegend aus. Stück für Stück versuchen sie uns zu schwächen. Aber ich will verdammt sein, wenn ihnen das gelingen sollte. Ja, ist okay. Ich denke mal, so leicht wird das nicht passieren. Schön, das war's. Zurück zur Taverne. Tolle Nachtwache, eine Runde um die Taverne drehen. Aber er hat recht. So sieht man immerhin, wenn sich irgendwo die Schatten versammeln. Würde ich nicht anders machen. Also für ihn ist sicherlich langweilig, so, aber... Da wären wir. Naja. Du lebst auch noch und bist nicht weggelaufen. 100 Goldmünzen gibt es von mir obendrauf. Ich muss jetzt zurück zur Zitadelle. Und wer beschützt dann die Taverne? Travis wird alleine aufpassen müssen. Es wird Zeit, unsere nächsten Schritte zu planen. Lass dir von ihm was zu trinken geben und schlaf dich mal aus. Später vielleicht. Meine Güte, ey. Blöder Taschendiebstahl. Richtig nervig. So, wir müssen zurück zu Fenn und dem davon berichten, dass Iona in Sicherheit ist, damit er auch wieder zurück zur Zitadelle geht. Und dann war's das erstmal. Zumindest wenn ich jetzt nichts Großartiges vergessen habe. Könnte natürlich passiert sein, aber ich denke eher nicht. Hier ist der Hof, da müsste der hier rechts irgendwo rumlungern. Hier ist gar nicht der Hof. Ach, der Hof ist noch eine Etage höher. Ich Idiot. Ah, die Laufwege hier sind doch schon recht hoch, wobei hier oben ja auch nirgendwo ein Teleporter ist, hier in der Ecke. Recht seltsam. Aber okay. Ah, der lebt! Mein Gott. Komm. Er lebte, wenn ich korrigieren darf. Die Fackel ist aus. Dann laufen den Rest mal ohne Fackel. Für euch ein bisschen blöd, aber für das kein Stückchen lohnt es sich jetzt nicht, wirklich noch eine zu verschwenden. Ich weiß nicht, ob das Schwert überhaupt so läuft. Wo kommen die ganzen Viecher wieder her hier? Ist ja unglaublich. So, hier geht es Richtung Hof. Von da aus können wir dann zur Zitadelle zurückreisen und dann haben... Wie gesagt, ich verstehe nicht, wo die Gegner wieder alle herkommen. Aber eine Herausforderung sind die ja, wie ihr sehen könnt, nicht wirklich. Bin ich hier richtig? Ja, ich frage wie gesagt mal nicht, wo die ganzen neuen Gegner herkommen. Aber schön zu sehen, dass die Gegner spawnen eigentlich, weil sonst wäre ja irgendwann die Welt leer. Das sind Bären, oder? Ja. Aber okay. Wo hat sich der Kerl denn zurückgezogen? Hier sitzt er. Um Iona brauchst du dir keine Sorgen mehr zu machen. Sie ist wieder in Sicherheit. Gut. Ich habe zwar nicht viel, was ich dir für diesen Dienst geben kann, aber nimm das. Habe es im Hof gefunden und die Vorbesitzer brauchen es nicht mehr.
Für mich gibt es hier jetzt nichts mehr zu tun. Ich kehre zur Zitadelle zurück und werde meditieren. Bauernopfer beendet. Okay, dann reisen wir mal eben zur Zitadelle und werden jetzt von hier aus mal eben Richtung Eldrick reisen, beziehungsweise vom Teleporter aus Richtung Zitadelle laufen. Und dann haben wir es doch, denke ich mal, hier erstmal und können dann erstmal die Insel verlassen. Eldrick. Wegen deiner Krieger. Fenn konnte einen der Bauernhöfe nicht mehr retten. Schlimme Zeiten sind das, wenn wehrlose Bauern den Preis für unseren Krieg bezahlen müssen. Mason hat seine Wache im Norden beendet. Das ist gut. Mason ist einer unserer besten Männer. Deine verbliebenen Krieger sind zurückgekehrt. Es sind viel zu wenige. Jedoch müssen wir uns trotzdem unserer nächsten Aufgabe stellen. Du hast uns sehr geholfen. Danke. Ohne dich wäre unsere Lage noch aussichtsloser. Ich möchte kein Dämonenjäger werden, daher endet, glaube ich, hier erstmal unsere Questreihe. Beziehungsweise hier enden unsere Aufgaben. Wir gucken nochmal kurz. Kalador. Grüne Flammen geht irgendwie nicht. Verlobungsring ist nicht hier. Okay. Dann würde ich sagen, ja, laufen wir zurück zum Schiff und werden da dann einen Schnitt setzen. Und beim nächsten Mal mit der guten Insel Kila weitermachen. Kila ist nämlich die letzte Insel, die es eigentlich für uns zu machen gibt. Nämlich die Insel, auf der die dritte Gilde zu Hause ist. Wir haben jetzt kennengelernt die Magier und die Wächter und hier die Dämonenjäger. Und dort werden wir die Eingeborenen bzw. die Voodoo-Piraten kennenlernen. Die letzte der Gilden, von der ich mir, ich sage ganz blöd gesagt, ich erwarte mir davon eigentlich am wenigsten. Ich bin nämlich von wegen Risen 2 komplett kontra Voodoo-Eingeborene gedöhnt, weil die mir da gar nicht gefallen haben. War ganz lustig, war ganz okay, aber so anschließend, da nehme ich mir doch lieber Magier oder hier die Dämonenjäger. Aber wie gesagt, wir werden uns die Gilde auf jeden Fall ansehen und wir werden die also auch auf jeden Fall kennenlernen, und zwar bei der nächsten Aufnahme. Denn ich denke mal, sehr guter Schnitt hier zu sagen, wir schließen jetzt mit Kalador ab und machen morgen weiter mit Kalia der nächsten Tutorial- bzw. Gildeninsel. Ich freue mich auf jeden Fall schon drauf, wenn es weitergeht. Aber bis dahin müsst ihr euch einen Tag gedulden. Ich muss mich circa eine halbe Stunde gedulden, während das Video rendert. So. An Bord. Da. Und ich würde sagen, an dieser Stelle hier mit dem letzten Ausblick noch einmal auf Kalador verabschiede ich mich von euch. Und wir sehen uns dann morgen wieder, wenn wir Segel setzen in Richtung Kalia. Ich freue mich drauf, hier bei Risen 3 Titan Lords. Verpasst das nicht, meine Freunde. Und bis morgen.